So, willkommen zurück und zwar zu einem neuen eingeschobenen Let's Play. Mir ist gerade, was ich so sonst aufnehme, relativ egal, weil ich hatte die freudige Erfahrung, ein neues Map Pack kennenzulernen, was einfach so arg geil ist, dass ich es unbedingt mit euch zusammen spielen möchte. Und zwar die das von euch bereits die entsprechende Map kennen, dürften jetzt schon gefreut sein. Die Map die noch nicht kennen, die dürften sich denn bald freuen. 20, genau. Und zwar das kommt alles raus, das brauchen wir alles nicht. Stattdessen schmeißen wir das High Texture Pack raus und nehmen dafür dieses Map Pack. Das ist quasi ein Remake von Doom 2 in ganz, ganz geil. Ich würde euch empfehlen, wenn es nicht gerade Nacht ist bei euch, also in eurer Umgebung dunkel ist, vor allen Dingen, wenn ihr es auf dem Handy guckt, brecht das Angucken ab und schaut euch dieses Let's Play am besten, genauso wie bei Dark Texture Doom, an, wenn es dunkel ist. Weil dieses Map Pack ist dunkel gehalten und die Atmosphäre passt halt einfach zu Dunkelheit und so. Ja, Hans wie Mastered. Wir machen ein neues Let's Play und siehe da, man sieht schon, ich habe bereits die ersten drei Maps angespielt, habe dann aber für mich selber das Spiel abgebrochen, weil allein die ersten drei Maps sind so geil. Ich meine, guckt euch das einfach hier an. Ja, übrigens, ich habe es gibt noch eine neue Mod, möchte ich schon fast sagen. Und zwar gibt es von Brutal Doom Black Edition eine neue Mod für Taschenlampen. Das Problem ist, die verbraucht oder die hat in dem Setting Probleme, weil sie mit diesen transparenten Texturen, wie zum Beispiel dieses Gitter, ist ja eine transparente Textur, nicht ganz klar kommt. Deswegen muss ich die Mod leider mit dem normalen Taschenlampen-Mod spielen. Ah, leider schade, aber gut, ist halt nicht der Taschenlampen-Mod. Jo, man merkt schon, von Umgebung her, original Doom 2, aber halt wesentlich moderner. Hier richtige Stufen. Das wirkt praktisch wie ein komplett modernes Remake. Hier sind auch so Rohre angedeutet, wahrscheinlich Heizungsrohre und Gasrohre. Sieht einfach schon arschgeil aus. Dankeschön. Oh. Mehr haben wir hier erstmal nicht. Ja, und hier werdet ihr schon was sehen, was typisch ist für dieses Map Pack, zumindest in den ersten drei Maps. Man hat überall da praktisch einen doppelten Boden und eine doppelte Decke. Was das Ganze wesentlich atmosphärischer macht. Das erinnert einen schon fast so an Zeiten von Doom 3, beziehungsweise ja doch Doom 3 und sowas wie hier, kommt gerade nicht drauf. Gott, wie ist denn die Scheiße? Na hier, das wo man da diesen Doktor spielt, da der da in der Fabrik diese radioaktive Kacke da macht. Was ja auch so aus der Ära stammt. Vor allem einfach diese Atmosphäre, wenn es dunkel ist. Und gerade hierfür, ganz wichtig, Lightning Map aktivieren. So sieht man das alles hier, diese ganzen Lichter, die hier so sind. Die sieht man ansonsten nicht, aber gerade das ist halt auch ein
Also, diese Map macht sehr viel Gebrauch von den neuen Features der GZ Doom Engine. Und das macht sich echt bezahlt. Vor allem kommt mal diese ganze Liebe zum Detail und hier hinten auch Features von der neuen, also allgemein Features von Z-Doom. Aber gerade halt sowas wie dynamisches Licht und sowas, also auch viele Features, die jetzt speziell von GZ-Doom sind. Ich habe die Map jetzt noch nicht mit Z-Doom probiert. Ich habe ja sowohl Z-Doom, QZ-Doom und GZ-Doom auf dem Rechner installiert. Mit Z-Doom sollte das Ganze auch funktionieren, weil diese ganzen Features und so sind alle auch Z-Doom kompatibel. Allerdings sieht es halt mit GZ-Doom bei weitem besser aus. Ich kann euch ja mal ganz kurz einen Vorgeschmack geben, wie es mit Z-Doom aussehen würde. Na, man sieht schon. Bei weitem nicht so schick. Na. Zumal sowas wie dieses, oh ja, da hört doch gleich meine CPU auf. Mein CPU-Lüfter. Kann ich halt dieses ganze dynamische Licht und so. Ah. Und vor allen Dingen, es ist auch sehr viel stromloser. Heißt also, werdet ihr gleich sehen am Ende der Map. Ja, die erste Map ist halt Doom 2 typisch extrem kurz, weil es sind halt die originalen Maps, nur halt ein bisschen aufgeschönert. Naja, ein bisschen ist ein bisschen untertrieben. Quasi komplett aufgeschönert. Ah, hier auch. Richtiges Terrain. Es ist einfach geil. Und vor allem das hier. Echtes Wasser. Einfach wie so die ganzen Landschaften so eingearbeitet sind. Es ist einfach ultra cool, ultra authentisch. Man fühlt sich einfach ultra heimisch, weil es ist alles so wie bei Doom 2, bei den Vanilla Maps. Aber alles so im Detail erweitert, es wirkt einfach ultra geil. Jetzt haben wir auch das Secret freigeschalten. Oh, und jetzt geht's in den Raum. Und man sieht schon hier, dass das, was ich meine, das wird typisch sein für diese Map. Zumindest ist es mir in den ersten drei Maps extrem aufgefallen, dass die Map halt von diesen Effekten hier, von diesen doppelten Böden und von den doppelten Decken extrem Gebrauch macht. Gerade von diesen ganzen Gitterstrukturen als solches und vor allen Dingen Rohre. Es wirkt einfach ultra geil. So, dann... Und ja, wie ihr schon an den Schaltern seht, manche Sachen sind anders. Man erkennt aber ohne Zweifel. Gut, ich darf jetzt nicht mehr meinen Kopf schütteln, sonst packe ich das Mikrofon. Es wirkt einfach sofort heimisch. Man weiß sofort, wo man ist, weil, wie gesagt, das Grobe ist halt 1:1 Doom 2. Und das finde ich halt so ultra geil, dass ich praktisch diese Klassik mit dieser modernen so extrem geil kombiniert haben, dass es extrem authentisch wirkt. Aber es ist halt immer noch das Alte. Ha? Ich meine, klar, Extermination Day und sowas ist natürlich, klar, ist natürlich auch super modern und sowas, aber ist halt wirklich relativ neu. Und hier ist es aber halt, ich schwärme zu viel. So, und jetzt kommt das, was ich meinte. Ja. Man geht zum Ende in einen Fahrstuhl. Und bei der nächsten Map fängt man genau in diesem Fahrstuhl an. Und das ist halt das, was ich meinte, dass die Maps halt direkt ineinander übergehen. So, Quatsch, nicht next. Ja, nenne ich direkt Hans. Brodelum 21. Und jetzt würde ich das Ganze nochmal mit der neuen Taschenlampe zeigen. Da brauche ich ja nicht mein Record-Ding, sondern nehme einfach mal meine Testszenario, das hier. Ich weiß jetzt das Richtige. Ja. Hier dieses Brutal Doom Flashlight ist halt eine neue Mod, extra für Brutal Doom Black Edition.
Funktioniert aber auch standalone. Und. Oh. Für Ohrenschmerzen mögen man mir verzeihen. Diese neue Mod ist halt jetzt wie eine echte Taschenlampe. Verbraucht allerdings leider hier extrem viel Rechenleistung. Weil GZ Doom hat halt ein paar, ja, wie nennt sich das? Lags, in dem Sinne, dass es eigentlich nicht viel ist. Aber gerade wenn transparente Texturen im Spiel sind, dann geht halt GZ Doom systembedingt leider in die Knie. Und deswegen kann ich diese neue Mod nicht brauchen. Aber man sieht schon an dem Fokus. Die neue Mod kann ich euch leider hier nicht zeigen. Die werden wir mal in einer anderen Mod dann mal probieren. Zum Beispiel können wir ja einfach Motors hier rausnehmen und dafür wieder High Texture Pack einsetzen. So. Wie gesagt, Let's Play ist natürlich schon vorbei. Habt ihr ja gesehen. Erste Level ist rum. Ist jetzt also bloß noch wieder ein bisschen Showcast, was ich ja immer bei der ersten Map mache. Einfach weil die extrem schnell vorbei ist. Oh, hier sieht man es ein bisschen besser. Da. Ist halt jetzt wie eine echte Taschenlampe. Heißt also, wenn man weiter weggeht, wird das Licht dunkler. Wenn man herangeht, wird es heller und der Lichtkegel wird auch immer kleiner. Es ist halt jetzt wirklich eine echte Taschenlampe. Und man sieht auch hier komplett flüssig. Es liegt also wirklich daran, dass halt diese Map spezifisch, dass da nicht funktioniert, weil eben leider ja, das ist halt ein direkten Bug von der GZ Doom Engine. Also jetzt nicht wirklich ein Bug, weil es ist ja in dem Sinne kein Fehler. Die GZ Doom Engine ist halt nur noch nicht dafür optimiert, weil dieses Feature, was diese Taschenlampe benutzt, ist relativ neu. Es nutzt dazu Funktionen von GZ Doom, die kam gerade erst raus. Heißt also, wenn ihr diese Mod benutzen wollt, dieses Brutal Doom Black Edition Flashlight, dann braucht ihr auch wirklich die ganz aktuelle Version von GZ Doom, das ist die Version 3.5. Und dementsprechend erhoffe ich einfach, dass es mal bei den nächsten Releases von GZ Doom da noch ein bisschen Optimierungen gibt bei der Verarbeitung, sodass wir dann auch irgendwann mal diese Mod bei komplexen Maps benutzen können. Ja, bis dahin müssen wir es leider ohne spielen. Ist aber nicht weiter schlimm. Von daher sieht man sich dann gleich zur nächsten Map wieder. Die habt ihr gesehen. Das wird ein Spaß. Von daher, schau mit V.